Hallo und ganz herzlich willkommen zur Draft. Heute geht es uns, wie gesagt, um die Draft. Das ist ein weiterer Guide von mir und ist vielleicht nicht für Solo-Queue so interessant, aber wenn ihr Clash spielt, auf jeden Fall. Gerade jetzt in der Clash-Pause ist und kurz vor den Worlds, möchte ich das noch einmal erklären, wie das Ganze funktioniert, bevor wir uns in ein anderes Thema reinhangeln. Das wird auch nur ein Video sein. Ich möchte auch hier sagen, ich erkläre hier viele Konzepte, die ich später noch erklären muss in weiteren Videos und auch die Draft ist hiermit nicht voll erklärt. Die Draft ist nicht das, was ihr aus dem Draft-Pick kennt, den man im Draft, in Normal Games, im Flex und im Solo-Queue hat. Aber man findet ihn in Turnieren, in Custom Games, im Clash und im Competitive. Und die Draft ist da vielleicht sogar das wichtigste Thema überhaupt, denn man hört oft diesen Spruch, die Koreaner sind besser als die Europäer oder so, denn dieses Spiel war bereits im Champ Select entschieden. Champ Select und Draft sind so mehr oder weniger fast das gleiche in dem Fall. Und deswegen ist die Draft so unfassbar wichtig, weil da oftmals Games schon entschieden werden können, vor allem im Pro-Bereich. Und deswegen möchte ich euch heute zeigen, wie man draftet. Was ist das Ziel der Draft? Also, es gibt Strategien, die man verfolgt. Das hat viel mit Mindgames zu tun. Und das Hauptziel ist, sich eine solide Win-Condition oder solide Win-Conditions am besten, im Idealfall drei, aber das ist nur selten möglich, sich aufzubauen. Ich habe übrigens noch keine Draft gesehen, wo die wirklich perfekt war, wo alle drei Win-Conditions erfüllt wurden. Aber dazu später mehr. Also, das Ziel ist, sich eine Draft, während der Draft eine Win-Condition auszubauen und dabei nicht zu sagen, okay, wir gehen jetzt die Win-Condition und das müssen wir dafür bannen, weil das countert die Win-Condition und das picken wir, um die Win-Condition zu erfüllen. Nein, man muss eine Balance zwischen reagieren und vorhersagen finden. Das heißt, man muss darauf reagieren, was der Gegner pickt und vorhersagen, was er picken wird. Dabei muss man auch wissen, was für ein Champion Pool die haben und so weiter und so fort. Da gehört dann noch ein bisschen mehr dazu. Und wie gesagt, es ist eine Balance zwischen Vorhersagen und Reagieren. Und das Ziel ist es, dabei die gegnerische Strategie zu countern und gleichzeitig die eigene zu stärken. Dabei ist Scouting wichtig, aber nicht nur Scouting, dabei zählt auch die Meta rein und ein paar andere Faktoren. Counterpicks und so weiter. Ja. Die Draft an sich ist relativ simpel erklärt, also sie funktioniert relativ simpel. Ich lasse dieses Video jetzt einfach mal abspielen, was ich im Vorhinein aufgenommen habe für dieses Video, um euch die Draft erklären zu können. Die Draft möchte ich euch erklären, wie sie funktioniert. Also die beiden Teams bannen abwechselnd voneinander Champions zunächst. Es gibt quasi vier Phasen. Bannphase 1, Pickphase 1, Bannphase 2, Pickphase 2. In der ersten Bannphase, also in Phase 1 sozusagen, kann jedes Team drei Champions bannen. Sie bannen abwechselnd voneinander. Also erst das Blaue, dann das Rote, dann das Blaue, dann das Rote, dann das Blaue und dann das Rote, bis alle Champions gebannt sind. Wir sehen hier nur eine Beispiel-Draft. So etwa könnte eine Draft aussehen. Wir werden die aber später nochmal analysieren. Was wichtig ist für ein Team in der Draft, ein Team braucht mindestens eine Win-Condition. Es gibt fünf verschiedene Win-Conditions, die ich auch gleich näher erklären möchte. Es ist möglich, alle drei Win-Conditions in ein Team zu bringen, aber das ist sehr schwer umzusetzen, da du nicht sagen kannst, okay, die beiden Champions können die Win-Condition, die beiden können die Win-Condition und der Champion kann die dritte Win-Condition. Weil du kannst nur eine Win-Condition solide ausspielen. Also du spielst das Game über eine Win-Condition, willst aber mindestens eine bis zwei, willst eine, zwei weitere mehr als Backup haben. Aber wenn du zwei Win-Conditions hast, dann hast du eine gute Draft schon mal. Hervorragend ist natürlich, wenn du alle drei Win-Conditions hast. Die Win-Conditions heißen Poke, auch bekannt als Siege, Split-Push, da gibt es verschiedene Formen, und ein Teamfight. Das sind drei Win-Conditions. Die bekannteste und die einfachste ist der Teamfight. Die schwerste ist der Split Push und dazwischen ist halt Poke. In den Lower Tier Brackets würde ich eigentlich jedem empfehlen, Teamfight zu nehmen, weil das die einfachste ist. Und dieses Teamfight an sich ist zwar auch nicht relativ einfach zu verstehen und benötigt auch mehrere Videos, um sie anständig zu erklären. Aber soweit, so gut. So, nach der Bannphase kommt die Pick-Phase. Jetzt läuft es genauso weiter, nur dass jetzt abwechselnd gepickt wird. Blue Side hat immer den First Pick, das ist immer sehr wichtig zu wissen, auch für die Bannphase, um dann eventuell was anzupassen, dazu später aber mehr. Dann Red Side darf dann zweimal picken, dann pickt Blue Side wieder zweimal und Red Side einmal.
Und dann geht's in die Bannphase Nummer 2, nachdem die drei Champions auf jeder Seite gepickt wurden. So, der Poke. Wichtig ist, wenn man eine Poke spielt, dass man eine auf der Lane-Phase starke Champions in der Laning-Phase hat, um ein Lead ins Mid-Game zu transferieren und den Gegner wegpoken zu können. Da ist zum Beispiel sowas wie Caitlyn Lux relativ solide. Was vorteilhaft sind, sind dominante Laner mit Poke und starkem Early Game, um gut ins Mid-Game zu transitionen. So, jetzt auf Blue Side wieder zweimal picken. Gut. Kommen wir nun zum Split Push. Der Split Push ist eine etwas schwierige Sache. Ich werde hier auch nicht erklären, wie irgendetwas genau funktioniert, wie ein Split Push geht, wie in einen Teamfight geht, wie in einen Poke Siege Comp geht. Das benötigt alles separate Videos. Das sind jetzt einfach nur gewisse Merkmale, die wichtigsten zusammengefasst. Es gibt viel mehr zu sagen. Und zwar der Split Push, dass ihr Mid- und Late Game um Wave Control fightet und versucht, eine Seite zu pressuren, am besten vor Objectives. Das heißt, wenn jetzt der Elder Drake zum Beispiel spawnt im Late Game, dann will euer Split Pusher Topside so weit gepusht haben, dass man eine riesige Wave aufbauen kann. Ich habe euch das in meinem Slow Push Video erklärt, warum das so gut ist und wie man da Pressure erzeugen kann, also dass sein Gegnerteam entweder den Drake oder halt den Tower verliert, wenn da keiner defen gehen sollte. Das kann man aus verschiedenen Gründen machen. Außerdem solltet ihr einen Split-Push haben, der genug Druck machen kann? Ja. So, jetzt kommen wir zur zweiten Bannphase. In der zweiten Bannphase darf das rote Team anfangen zu bannen. Jetzt bannt das blaue Team, dann das rote und dann das blaue. Und dann darf die rote Seite in der zweiten Pick-Phase einen Champion picken. Die blaue Seite pickt dann zwei. Und die rote Seite den letzten Pick. Und damit ist die Draft vollendet. An sich, so overall, ne? Halt so ein bisschen. So, gut, kommen wir nun zum Split Push. Noch eine Sache: Also, ihr solltet einen Split Push haben, der genug Druck hat und noch nicht so zu behind ist, um noch Split Pushen zu können und das effektiv durchzuziehen, so dass das gegnerische Team nicht reagieren kann. Und somit kein 5 gegen 5 Teamfight möglich ist. Split Push ist auch so ein bisschen ein Counter gegen Teamfight. An sich so halt, ne? Wobei, wie beim Teamfight, ach so, beim Split Push, es gibt verschiedene Möglichkeiten des Split Pushes. Es gibt ein 3-1, 1-3-1, das heißt, einer Split pusht auf der Top Lane, einer Split pusht auf der Bot Lane und die anderen drei sind in der Mitte und bauen da Druck auf. Dann gibt es noch ein 1-4-0 und ein 0-4-1, das heißt, beziehungsweise ein 1-0-4 und ein 4-0-1. Je nachdem, auf welcher Lane man Druck aufbauen möchte, zusätzlich. Man baut da nur auf zwei Lanes Druck auf, nicht auf dreien. Und das funktioniert so, dass man einen starken Split-Pusher auf irgendeine Side-Lane schickt und dass der Rest des Teams geht dann auf eine andere Lane. Entweder die Mitte, das ist am häufigsten, um Mid-Lane öffnen zu können, am effektivsten. Aber manchmal ist es auch effektiver, Top-Lane zum Beispiel einen Tower oder im Idealfall den Inhib zu holen, um dort vielleicht eine offene Lane zu erzeugen, damit Super Minions spawnen und man leichter an den Drake rankommt, der bald ansteht, zum Beispiel. Das Wichtigste ist, so ist kein Teamfight möglich. Und man countert sozusagen Teamfight-Comps. Das ist zum 4-1. Allerdings ist das nicht alles zum Thema Teamfight. Teamfight ist wirklich schwer zu exekuten und bedarf einem völlig neuen Video. Teamfight, also ein Teamfight ist ein 5 gegen 5, also wirklich ein 5 gegen 5, das man auch relativ selten sieht, aber ist die beliebteste Composition und die bekannteste. Und wie funktioniert die? Also sie basiert auf Synergien zwischen Champions und man muss halt wissen, wer welche Aufgabe hat. Und das nicht nur beim eigenen Team, sondern auch beim Gegnerteam. Und man muss sich überlegen, ist das eigene Team gut in Engage oder Disengage? Was ist mit dem Gegnerteam? Haben die Gegner oder wir AOE-Spells? Ist es ein Bursty-Fight oder ist es eher ein DPS-Fight mit Kiten?
Das muss man sich halt bei beiden Teams so fragen. Wie startet man einen Fight? Wer wird den Fight starten? Was sind wichtige Spells, sowas wie Malphite Ult zum Beispiel? Oder Mordo Ult oder was weiß ich. Sehr einflussreiche Ultis wie eine Shen Ulti, wodurch ein Fight initiiert werden kann, zum Beispiel. Genau. Kommen wir nun zur Fähigkeit, die dein Team braucht. Also, dein Team benötigt immer HCC und Wave Clear. Das sind die zwei wichtigsten Eigenschaften, die ein Team haben muss. HCC deswegen, weil man dadurch Carries leichter CC'en kann. Auf Bruiser können so nicht so einfach an die Carries rankommen. Man sollte mindestens einen mit HCC haben und mindestens zwei mit Immobilization Spells, also sowas wie Root würde da auch gehen. Aber HCC wäre dann doch schon sehr angebracht. Gerade wenn die Gegner sowas wie einen Master Yi hätten. Gut, man sieht es jetzt nicht wirklich in High Elo, ehrlich gesagt. Und im Competitive, aber das ist einfach das beste Beispiel. Wenn man da HCC hat, dann wird dieser Champion sehr schnell nutzlos. Deswegen sieht man ihn auch nicht. Zudem braucht man Wave Clear, entweder über den ADC meist oder über den Midlane Mage, am besten ein Mage. Halt irgendwas mit Wave Clear sollte man haben, damit die Mitte nicht so leicht weggepusht werden kann. Weil es ist sehr wichtig, die Mitte so lange wie möglich im Spiel zu halten. Und weil normalerweise fallen erst die Sideline Tower und dann die Mitte. Genau. Deswegen ist Wave Clear sehr wichtig. Zu den Champions. Man sollte eigentlich immer einen Tank haben, also jemand, der Damage aufsaugen kann. Man sollte immer einen Marksman haben, der im Late Game Tanks bursten kann, weil sonst kommt irgendwann keiner mehr an die Tanks ran. Zudem sollte man eine Art Controller haben, das heißt, Controller meint Supporter. Champion zum Beispiel sowas wie eine Lulu, eine Nami, einen Bard, eine Leona, einen Thresh, zum Beispiel sowas. Aber man kann auch eine Lux spielen. Eine Lux kannst du auch über eine Art Sensor spielen, wird ja auch so gespielt mittlerweile auf Support. Also, so dass du so eine Art Controller hast. Du hast hier trotzdem ein sehr starkes Schild im Late Game und auch genug CC, so dass das auch als eine Art Controller zählt. Auch Morgana zählt als Controller, obwohl sie eigentlich ein Mage ist. Auch Annie würde da reinzählen. So. Zudem ist wichtig, einen weiteren Carry zu haben. Man sollte eigentlich immer zwei Carries mindestens haben. Zwei oder drei, nicht mehr und auch nicht weniger. Das ist dann meist ein Slayer oder Mage. Achtet darauf, wenn ihr einen Slayer spielen will. Also zu Slayers zählen auch Assassinen zum Beispiel. Dass ihr dann eine entsprechende Comp spielt. Dass ihr das richtige Mid- und Late Game ausspielt. Und dass ihr genug Wave Clear in eurem Team habt. Trotz allem. Weil, sorry, ein Talon, ein Zed haben kein Wave Clear. Weil, ja, die müssen halt sehr nah rangehen, um die Minions zu clearen. Und da werden die meist gecatcht und die haben einfach kein Wave Clear, wenn da fünf Gegner vor dir stehen. Dann kommt ein Nautilus Hook und du bist instant tot, wenn du nur die Wave clearen willst. Da braucht man dann sowas wie einen Wave Clear ADC oder einen Mage irgendwo anders. Wenn man dann so eine Lux Support hat, die dann schon genug Schaden hat, um die Waves zu clearen, ist das auch okay. Nur mal so als Beispiel. Das ist wichtig, wenn ihr Slayer spielen wollt. So. Zum Damage Breakdown ist natürlich ideal ein 2-2, also 2 AD, 2 AP Damage Dealer. Also auf jeden Fall sehr ausgeglichen. Aber man kann auch für den 3-1 Split gehen. Das heißt, man hat physischen Schaden und magischen Schaden, aber von einem nur ein und von den anderen drei. Das würde die Gegner dazu forcen, die drei Leute, die eben eine Quelle von AD-Schaden oder AP-Schaden, eine Quelle von Schaden nur haben, gegen die zu itemizen, sodass der eine, der die andere Schadensquelle besitzt, deutlich mehr Schaden machen kann. Aber dann sollte auch sicherstehen können, dass er wirklich viel Schaden hat und relevanten Schaden auch im Late Game hat, Mid und Late. Da sind wir auch schon richtig bei Mid und Late Game. Mid Game, Early Game und Late Game. Man sollte eigentlich in jeder Phase mindestens einen haben, der da stark ist, denn wenn man nur Late Game Champions hat, dann wird man nie durchs Early kommen. Wenn man nur Early Game Champions hat, dann wird man nie das Late überleben. Und deswegen ist es immer sinnvoll, mindestens einen zu haben, der in jeder Phase stark ist. Das heißt zum Beispiel, wir haben den Caitlyn, eine Caitlyn, wir haben eine Camille und den Veigar. Zum Beispiel. Camille ist sehr gut im Midgame, weil sie da effektiv Tower pushen kann. Eine Caitlyn ist gut im Early Game, ein Veigar ist gut im Late Game, hat aber auch Wave Clear, um ins Late Game zu kommen. Man könnte auch einen Ziggs hier nehmen, anstatt einen Veigar.
ist wahrscheinlich ein besserer Pick für Competitive jetzt. Und die anderen Champions kann man sich dann mehr oder weniger frei raussuchen. Man sollte natürlich überlegen, welche Win-Condition wir hier haben wollen. An sich sind das das, was man in der Team Composition braucht. Kommen wir nun zur Draft an sich. Also, das Wichtigste ist, dass ihr scoutet. Ihr scoutet den Gegner, was er für OP-Champions hat oder was ihr, ob er gewissen OTP hat. Denn das ist meist der beste Pick, wenn irgendwer seinen OTP-Champion kriegt. Denn meist ist es so, dass OP oder OTP-Champions alles countern können. Und auch, ihr müsst auch überlegen, was sind OP-Champions derzeit, die so stark sind, dass ihr einfach keine Antwort gegen die habt. Oder Champions, gegen die ihr generell keine Antwort habt. Die solltet ihr nach Möglichkeit bannen. So, wo wir aber auch schon bei der Bannphase wären. An sich ist es so, dass die blaue Seite, was wir gleich sehen werden, Comfort-Picks bannen kann von den Gegnern. Oder einfach Champions, die offen sind, die sie aber nicht sehen, selber nicht spielen wollen. Die Red Side ist dagegen nicht in so einer komfortreichen Position, um mal das Wort aufzugreifen, und ist gezwungen, OP-Champions zu bannen. Also alles, was OP ist und das blaue Team first picken könnte oder wird, müsste die rote Seite dementsprechend bannen. In der Bannphase würde man schauen, was haben die Gegner noch nicht gepickt. Haben sie noch nicht den Jungler gepickt? Haben sie noch nicht den. Meist ist es so, dass Mitte und Top noch offen sind. Und dann würden sie entweder den Midlaner outbannen oder den Toplaner outbannen. Oder sie bannen einfach zwei verbleibende starke Champions, die die Comp abrunden würden. Oder die Spieler spielen. Man kann auch einen Toplaner und einen Midlaner picken, je nachdem, wo man auch seine Prio setzt. Das heißt, wenn man eine Snowball-lastige Toplane hat, dann würde man den Toplaner nach Möglichkeit outbannen, um diese Win-Condition noch zu verstärken, um einen Snowball herbeizuführen, zum Beispiel. Kommen wir nun zum First Pick. Der First Pick ist Blue Side vorbehalten, weil die als erstes picken. Und allerdings kann dies auch auf den First Pick für Red Side angewandt werden. An sich, was möchte man First picken? Oftmals First pickt man den OP-Pick. Also wenn irgendwas OP ist, dann pickt man meist das. Man kann aber auch den Flex-Pick picken. Das sind so die beliebtesten Picks für ein Champion. Aber man kann auch einen Target-Pick gehen. Wenn ich zum Beispiel weiß, im roten Side, rote Seite ist die Zarya sehr gut, wie was Beispiele ihr hatten. Und mein ADC kann selber Zarya spielen, kann man auch den Bann nicht darauf verschwenden und dann einfach Zarya first picken. Genau. So. Aber an sich, der First Pick meint jetzt nicht nur für die Blue Side, sondern auch für die Red Side. Also die erste und zweite Pick für Red Side. So. Und zwar der First Pick. Der Safe Pick ist oft der Safe Pick. Man möchte sichere Champions ohne große Schwächen mit verschiedenen Playstyles haben. Man kann sie nur schwer countern, da sie sehr sicher sind. Ein gutes Beispiel dafür ist Ahri zum Beispiel. Ahri ist ein sehr, sehr sicherer Pick, da sie ab Level 6 sehr mobil ist und nur schwer gegankt werden kann. Sie kann Midlane Prio holen, gut Pressure machen. Sie kann, wenn sie snowballt, als Catcher um die Map reißen, um die Leute zu catchen. Sie kann die konstant Wave clearen. Sie kann High Priority Targets später, egal wie fett sie ist, mit ihrer E catchen und killen mit ein bis zwei Items. Sie hat sehr viele verschiedene Optionen. Sie kann sogar rein theoretisch Split pushen, da sie mit ihrer Ult sehr sicher ist und eigentlich immer safe wieder rauskommt. Das ist ein guter Beispiel für einen sehr guten Safe Pick. Sie ist, warum First ein Safe Pick? Sie ist sehr schwer zu countern und das ist das, worauf es ankommt, da sie sehr sicher ist. Und es geht, wie ich ja schon erzählt habe, für die andere Seite dann darum herauszufinden, was du spielen willst und inwiefern du das spielen möchtest. Auch ein guter Safe Pick ist zum Beispiel Shen. Ahri ist vielleicht nicht der beste First Pick, weil man meist den Midlaner erst relativ spät pickt. Aber ein Shen zum Beispiel kann auch eigentlich alles bedienen. Er ist im Teamfight sehr effektiv. Er kann aber auch Split pushen. Und
Ja gut, Poke ist ja komplett scheiße, aber da hätte man auf jeden Fall schon mal zwei Win-Conditions mit ihm abgedeckt. Muss man halt gucken, wie man die Comp rumbaut. Aber man kann ihn auch flexen und da kommen wir zum nächsten. Und das ist der Flex-Pick. Es ist sehr sinnvoll, die können auch schwer gecountet werden. Warum? Weil sie sehr flexibel sind. Wenn ich einen Shen first picke, dann würde der Gegner etwas auf der Top-Lane picken, was Shen countern kann. Man kann Shen aber auch Jungle spielen. Man kann Shen aber auch Mitte spielen, wo er die höchste Win-Rate übrigens hat. Von allen seinen Rollen, obwohl ich das niemals spielen würde im Competitive, weil ja, keine Ahnung. Ich finde, das ist jetzt nicht so der beste Pick. Und auf Support ist er aber auch viable und wird auch gesehen im Pro Play auf Support. Also das wären die Picks, die man gehen kann. Das wären die Sachen, die man machen kann. Deswegen ist der Flex-Pick auch ein sehr beliebter Pick. Und es geht, wie gesagt, darum, den Gegnern so wenig Informationen wie möglich zu geben über die Team-Composition. Und deswegen sind Safe- und Flex-Picks oft sehr gut, vor allem weil sie oft auch nicht so viel verraten. Dann gibt es noch den den Comfort-Pick. Der Comfort-Pick ist der Pick, der aber oft auch überschätzt wird. Aber in Low Elo wird er auf jeden Fall unterschätzt, denn du bist meist sehr gut auf diesem Champion und kannst dabei gegen alles bestehen. Du hast eigentlich immer eine Safe Lane, oft sogar eine Winning Lane, weil du sehr confident auf diesem Champion bist. Genau. Das sind die First Picks, die es gibt. Dann gibt es auch noch, man kann auch den Supporter oder Jungler first picken. Auch aus demselben Grund, weil die meist nicht so viele über die Win Condition des Teams verraten. Entschuldigung. Ja. Es gibt dann mehrere Strategien. Man kann versuchen zu counterpicken. Oder auch nicht. Ein weiterer Vorteil von Flexpicks in der ersten Phase ist, der Gegner weiß nicht, was er bannen soll in der zweiten Phase. Wenn du einen Shen hast, dann pickst du noch einen ADC und einen Jungler. Dann kann der Shen sowohl Support als auch Toplane gehen. Wahrscheinlich Toplane, weil er meist Toplane gespielt wird. Aber du weißt nicht, ob das wirklich der Fall sein wird. Dann werden die Gegner vielleicht einen Toplaner picken. Oder du bist dir sicher, ihr seid euch sicher, okay, unser Shen geht Support. Dann werden die Gegner, sind sich nicht sicher, dann werden sie wahrscheinlich Midlaner bannen, weil sie nicht Bans auf einen Toplaner wasten wollen, der bereits gepickt hat. So, wollen sie Bans nicht auf Support oder auf Toplane wasten und bannen deswegen Midlaner. Und wenn euer Supporter oder Toplaner sehr, sehr gut ist, auch auf einem anderen Pick, dann könnt ihr einfach dann so quasi den Gegner überlisten und habt so kann euer Toplaner oder euer Support, je nachdem, wo ihr den Shen hinschickt, halt seine OP-Comfort-Picks rausholen und damit den Gegner zerstören. Wichtig ist, dass man in dem First Draft, die First Draft meinen die ersten drei Picks, möglichst wenig über die Win-Conditions verrät. Und deswegen ist es oft beliebt, den First Pick plus das Botlane Duo zu picken oder den First Pick, den Jungler und einen Bottom Laner oder das Botlane Duo und den Jungler. Denn das Botlane Duo und der Jungler geben meist nicht so viel Informationen über gewisse Win Conditions. Und deswegen ist der Pick so gut. Weil, und oft lässt man dann für die Second Draft lässt man meist die Solo-Laner dann auch offen, denn, und das macht man auch meist für die besten Laner, die man im Spiel hat, die man in seinem Team hat, denn die Strategie dahinter ist, dass die besten Spieler, die vielleicht auch einen diversen Champion-Pool hat, das ist meist dann so für Midlane und Top-Lane, damit die den Gegner countern können. Und weil sie wissen, was der Gegner picken wird und dann snowballen zu können. Das sind so die wichtigsten Sachen der Draft. Ich hoffe mal, ich habe nichts vergessen. Ich habe sicher irgendwas vergessen. Aber das sind so die grundlegendsten Dinge. Und wir wollen jetzt mal in eine Draft reinschauen. So.
Das ist eine aufgenommene Draft aus der LCK. Und wir wollen jetzt mal schauen, wie die spielen, was die bannen, was die picken und da anwenden, warum sie das tun. So. So eine Draft geht um die 7 Minuten. Wir haben jetzt hier den Lucian-Bann. Lucian ist einfach sehr stark und ich erinnere mich, der war auch sehr gut auf Lucian. Die haben viel Mitte gespielt und deswegen First Bann ist der Lucian. Lucian ist sehr stark in der Meta gewesen. Wir sind hier auf 9.16, damit ihr Bescheid wisst. Da kommt der Red Side, muss natürlich OP Champions bannen. Da wird erstmal ein Pantheon rausgenommen, der mehr Play jetzt in der Mitte und auf der Top Lane sieht, aber auch auf Support hat er meisten Play. Und da ist ein sehr starker Pick, deswegen wird er rausgenommen. Dann haben wir hier Karma. Auch ein starker Target-Pick. Target-Bann von Damwon auf DRX. Der DRX-Support ist sehr bekannt für seine Karma und deswegen ist die runter. Dann haben wir hier Zed. Zed war auf diesem Patch noch sehr OP auf auch drei verschiedenen Lanes. Deswegen der nächste OP-Bann. Wir haben ja schon darüber gesprochen, OP-Bans müssen gebannt sein. Oh, ich muss das mal ein bisschen leiser machen. Und deswegen geht auch das runter. So, dann haben wir hier die Ashe. Ashe ist absolut OP und deswegen geht sie auch raus hier. Sehr stark im Competitive und ich denke mal, wir werden hier für den Caitlyn-Pick predikten. Außer er wird jetzt von Red Side gebannt werden. Und Ashe ist ein guter Counter gegen Caitlyn. Ich denke mal, hier geht es um den Caitlyn-Pick. Und Caitlyn ist OP auf diesem Patch, absolut broken auf diesem Patch. Gerade auch im Competitive ist Permaband im Competitive. Und da kommt der Caitlyn-Pick. Ein sehr sicherer Pick. Wir haben über den Safe-Pick geredet und zugleich einen OP-Pick. Man könnte jetzt hier antworten mit einem weiteren OP-Pick zum Safe-Pick, sowas wie Sire. Wobei die nicht gut gegen Caitlyn ist. Jhin ist ganz auch noch, hat ein okayes Matchup gegen Caitlyn. Könnte man hier als Safe-Pick durchaus nehmen. Wird für den Jhin gegangen. Und jetzt könnte man entweder den Supporter als Duo noch picken oder den Supporter offen lassen. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal den Botlaner auf jeder Seite, was auch sehr Standard ist, dass man ihn Early pickt oder at least den Support. Das heißt, man wird jetzt hier wahrscheinlich für den Jungler gehen, weil der, wie gesagt, nicht so viel über die Team Composition verrät. Und Lelia wird hier gepickt. Wie gesagt, der Jungler. Man könnte Lelia jetzt countern. Ich wüsste jetzt nicht mit was. Sowas wie Kha'Zix oder Evelynn ist auch noch auf dem Patch sehr stark, was wir in Competitive das ein oder andere Mal gesehen haben. Wir haben jetzt hier den Volibear, was sehr interessant ist. Damit matchen wir das. Jetzt komplettieren wir hier die Botlane und das war das, was ich meinte. Man pickt Botlane und Jungler oft zuerst. Und damit haben wir jetzt hier eine sehr, sehr starke Poke-Lane. Damit haben wir schon mal eine Win-Condition, die wir hier aufgezählt haben. Zudem ist Volibear relativ gut im Teamfight und Lux kann im Teamfight mit ihrem Schild auch sehr effektiv sein. Auch Caitlyn liebt Teamfights. Gerade im Late Game würde die das ordentlich aufräumen. Wir haben jetzt hier mit Renekton einen starken Early Game Top Laner hier gepickt. Und jetzt geht es weiter an die nächsten Bans seitens Red Side. Jetzt muss man gucken, wir haben jetzt hier noch Top Lane und Mid Lane Open. Man könnte eins von dem outbannen, wobei man, wie gesagt, den Volibear auf die Top Lane hochflexen könnte. Das heißt, man wird hier für den Hikarim gehen. Hikarim Top Lane vielleicht. I don't know. Wir werden sehen, wo der Voli hingeht. Auf jeden Fall würde man hier Midlane outbannen, wobei man Lux auch in die Mid flexen kann. Also wir haben hier sehr viele Flexibilität. Auch Renekton kannst du rein theoretisch in der Mitte spielen. Lelia kann man auch auf der Top Lane spielen. Also wir haben hier sehr viele Flex-Picks. Wir gehen hier für den Irelia-Bann. Denn Irelia Mitte ist, wie gesagt, ein sehr beliebter Pick. Wurde ja jetzt auch gebufft. Deswegen der Irelia-Bann. Hier fehlt auf jeden Fall noch der Support und der Midlaner. Und ja, man hebt sich jetzt die stärksten Picks für den Schluss auf, um nach Möglichkeit den Gegner anständig zu countern. Man wird vielleicht noch einen Split-Pusher picken, wir werden sehen. Also eine optimale Draft beinhaltet drei Win-Conditions, zwei sind aber okay. Eine gute Draft hat eigentlich zwei Win-Conditions.
Manche Drafts sind aber so schlecht, dass sie noch nicht mal eine haben. Und deswegen muss man aufpassen, dass man nicht drei Win-Conditions pickt, aber dann letztendlich keine so wirklich hat, weil die Champions keine Synergie miteinander haben. Weil es kann passieren, dass man einen Split-Pusher pickt, der einfach zu schwach ist, um zu Split-Pushen, weil er zu behind fällt oder was weiß ich. Okay, wir gehen hier für den Pike. Damit haben wir sehr viel Pressure. Wir haben hier eine sehr immobile Lux, eine sehr immobile Caitlyn, wobei die hat noch ihre E zum halbwegs zu escapen. Und da ist ein Pike-Pick doch sehr angebracht. Dann haben wir hier einen guten Mid-Game-Late-Game-Mage mit anständig Wave-Clear, um die Mitte zu Wave-Clearen. Und damit haben wir hier Syndra. Wir haben hier einen guten Teamfight. Aber wir haben ja auch viel, sehr, sehr viel Poke. Das heißt, wir haben ja auf jeden Fall schon mal zwei Win-Conditions. Ja, wir haben hier Teamfight und Poke Split pushen kann hier eigentlich keiner. Aber wir haben hier eine gute Draft, weil wir haben hier sehr gut zwei Win-Conditions untermauert. Jetzt im roten Team haben wir bis jetzt Split Push und Teamfighting. Poke ist zwar halbwegs möglich mit Jhin, kommt drauf an, was die jetzt als Midlaner picken, oder es ist Pyke Midlane und es kommt noch der Support, das ist natürlich auch möglich. Und wir haben hier Akali, was sehr interessant ist, dass er sein letzter Pick ist. Sehr interessant. Wir sehen jetzt hier in dieser Draft, sehen wir, wenn wir uns das so anschauen, mehrere Win Conditions. Und zwar haben wir hier auf der blauen Seite ein starkes Teamfight. Wir haben aber auch sehr viel Poke. Das sind so die Win-Conditions, die das blaue Team hat. Das rote Team geht hier, hat hier gute Split-Pusher, könnte hier für den 1-3-1 Split-Push gehen. Aber Teamfight ist okayisch, könnte besser sein. An sich würde ich sagen, wenn wir uns die Merkmale angucken, jedes Team hat zwei Win-Conditions, wobei das auf der blauen Seite besser verteilt ist. Aber wir haben hier auch eine Akali und einen Pyke, die später sehr viel roamen können und Picks machen können. Wir haben hier als Early Game mit Renekton und Jhin, im Late Game Lilia und Pyke im Mid Game und Akali auch im Mid Game sehr präsent. Also wir haben hier einen guten Aufteilung. Caitlyn und Lux sind im Early Game sehr gut. Syndra ist aber auch gut im Late mit Ornn und Lux scheint auch im Mid Game besonders. Sie fällt halt im Late Game ab. Im Mid Game scheint sie halt am meisten und auch Volibear ist halt ein solides Mid Game. Das heißt auch hier sind die Win Conditions erfüllt. Vom Damage Breakdown haben wir hier zwei APler auf der blauen Seite. Auf der roten Seite haben wir auch zwei APler und auch dementsprechend genug ADler auf der an im anderen Fall. Das heißt, das ist auf jeden Fall auch erfüllt. Wie ihr seht, haben wir hier gerade am Ende zwei Carry-Champions gepickt auf beiden Seiten, wobei Ornn kann man eigentlich auch so ein bisschen als Carry zählen, der gut Fights carryen kann mit seiner Passive, seinem Brittle-Debuff und so weiter. Also ich würde overall sagen, sind zwei gute Drafts. Sehr gut sind sie nicht, weil beide Teams beinhalten nur zwei und keine drei Win Conditions, aber sehr gute Drafts sind wirklich sehr, sehr, sehr selten. Overall sieht das nach einem sehr soliden Draft aus. Aber ich würde sagen, das blaue Team hat einen besseren Draft, weil wir hier mehr Ausgleich haben. Wir haben hier sowohl Poke als auch Teamfighting-Potenzial, während wir das Poke so gar nicht haben. Man hat halt auf der roten Seite, abgesehen von Jhin, kaum Range. Und das ist auch etwas, was oft sehr wichtig ist und womit viele nicht umgehen können. Hier ist es so halbwegs egal, weil das sind alles Pros. Das ist das Finale der LCK gewesen. Die wissen, wie man mit sowas umgeht. Aber oft fehlt dann auch einfach die Range. Das ist auch noch ein Faktor, der sehr wichtig ist und den ich noch oben drauf hinzufügen würde. Aber an sich war das jetzt mal ein Video über die Draft. Man kann oft noch viel mehr eingehen auf diese ganzen Sachen, wie Split pusht man und so weiter. Aber overall muss ich sagen, habe ich das Wichtigste gesagt zur Draft. Das Thema ist, wie gesagt, sehr komplex. Wie ihr seht, wir haben jetzt hier fast 40 Minuten über
E-Draft gesprochen, aber ich bin dann mal raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und lasst gern Feedback dazu, wie ihr es fandet. Auf Wiedersehen, macht's gut und tschüss.